liebe Leute, willkommen auf meinem Vlog-Channel MakeSomeTV. Heute frisch aus Berlin. Niki ist auch am Start. Niki hat auch einen Vlog hochgeladen, den findet ihr am Ende dieses Videos verlinkt oder natürlich in der Videobeschreibung. Und ich möchte auf jeden Fall in meinem Vlog euch eher so ein bisschen die Zeit generell hier zeigen und auch so ein bisschen den Weihnachtsmarkt und so. Und Niki wird euch dann von dem Radiokonzert, wo wir Tickets gewonnen haben bei Radio Energy für ein Jesse J Akustikkonzert, das werdet ihr dann in Nikis Video sehen, wie die Zeit dort ist. Und ich denke mal auch so ein paar Eindrücke einfach von Berlin. Ich wollte nur einfach mal erzählen, was wir für überverpeilte Menschen sind. Und zwar gab es noch ein Paket, was es abzuschicken galt. Und das mussten wir jetzt tatsächlich mitnehmen hier nach Berlin und das jetzt von hier abschicken, weil wir es einfach nicht mehr geschafft haben. Das war das Erste. Und das Zweite, es gibt ein Band Aid, Do They Know It's Christmas Time? Und ich wurde gefragt, ob ich Lust habe, da mitzumachen. Und natürlich hatte ich das, aber ich habe das irgendwie vercheckt. Und an dem Tag gestern, bevor wir losgefahren sind, echt eine Stunde Zeit gehabt oder so, habe ich mir dann diesen Song angehört. Ich meine, man kennt den Song, aber man kann ihn ja nicht unbedingt auswendig oder weiß jetzt so hunderttausendprozentig jede Melodie. Hier müsste jetzt übrigens irgendwo auch gleich die Postfiliale übrigens sein. Okay. Ja, auf jeden Fall haben wir das dann gestern wirklich, ich habe den noch mehr reingezogen, runtergezogen, erstmal die MP3 reingezogen und dann noch eingesungen und schnell das Video gedreht. Und das Krasse war, wir hatten noch nicht mal die Zeit, um das dann noch hochzuladen, weil die File zu groß war, habe ich mitgenommen. Und das hat der liebe Heiko vom Kanal Geschmacksverstärkers dann diese Nacht noch für mich hochgeladen. Und ihr findet auch in der Videobeschreibung den Link zu dem Band Aid Projekt von die YouTube Edition quasi mit Ombre Vallée ist dabei, Moritz Gard ist dabei, unglaubliche Niki ist auch noch mit dabei. Und natürlich findet ihr dort auch den Kanal zu den Geschmacksverstärkers, weil die und der Mr. Trashback haben uns wiederum unterstützt, weil wir dachten, wenn wir schon nach Berlin fahren und Spaß haben, dann können wir auch ein bisschen noch mehr Spaß haben und Videos dabei drehen. Und die seht ihr ja dann, die sind auch hier irgendwo gerade verlinkt und in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, genug gelabert, jetzt sind wir erstmal in Berlin City und viel Spaß mit den Eindrücken. Konnte man jetzt leider nicht mehr sehen, hinter uns krasse Szene, die sind sich gerade richtig angegangen, Fahrradfahrer und Taxifahrer, das ist süß. Das ist niedlich. Die sind sich gerade richtig angegangen und immer wenn es in Berlin war, erlebe ich sowas, die Leute schreien sich an, die Leute drohen, gestikulieren und so weiter. Aber ehrlich gesagt, ich habe noch nie gesehen, dass hier die Fäuste fliegen, die Leute beruhigen sich dann auch immer ganz schnell. Und das ist auf jeden Fall auch der Unterschied zu anderen Regionen in unserem Land, wo man schon andere Dinge erlebt. Was ich sagen wollte, ich habe übrigens einen Bonbon, falls ihr euch wundert, dass ich hier komisch rede. Ja. Und mega geil, diese Eislaufbahn, wie in so einem amerikanischen Kitschfilm. Ja, das muss der Mai sein. La, 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 la. La, la, la. Ihr seht ja schon, Leute, das ist heute eher ein etwas künstlerischerer Vlog. Ich gebe mir richtig Mühe mit dem Schnitt, mit den Farbeffekten, mit der Korrektur, mit den Kameraeinstellungen. Wie ihr seht, zumindest ist es meine Motivation. Live wieder, ihr seid mittendrin im Vlog hier aus Berlin. Geile Schnittbilder oder nicht? Geile Schnitte auch am Start und natürlich der Flashback. Bin ich die geile Schnitte? Der ewige Flashback. Du bist die geile Schnitte. Cool. Aus Berlin Mitte mit der Titte Brigitte bitte. Yeah. Und krasserweise lief sogar eine Kamera mit in dem Moment, als wir das erfahren haben, als Niki es erfahren hat, dass sie Jesse J sehen wird. Und das seht ihr jetzt hier. Komm ich klar, ich werde heute in der Uni sitzen und die ganze Zeit heulen. Oh.